Zum Programmschluss, verehrte Zuschauer, Meldungen der Heute-Redaktion. In der Bundesrepublik Deutschland sind die Ostermärsche ohne größere Zwischenfälle zu Ende gegangen. Allein am Ostermontag demonstrierten nach Angaben der Veranstalter rund 375.000 Bürger gegen das internationale Wettrüsten, aber auch gegen Arbeitslosigkeit und gegen die Armut in der dritten Welt. Die Polizei zählte weniger Teilnehmer. Ein Schwerpunkt der Demonstrationen war das schwäbische Mutlangen. Dort sind die ersten einsatzfähigen Pershing-2-Raketen der Amerikaner in der Bundesrepublik stationiert. Die USA hoffen, dass die Sowjetunion in der Frage des Verbots der chemischen Waffen und der Truppenreduzierung in Mitteleuropa doch noch verhandlungsbereit sein wird. Ein Sprecher des Außenministeriums in Washington sagte, er hoffe, dass die Sowjets am Tisch verhandeln würden und nicht in der Presse. Er bezog sich damit auf Pressekommentare aus Moskau, in denen die amerikanischen Vorschläge abgelehnt worden waren. Der italienische Außenminister Andreotti erörtert in Moskau mit Sowjetaußenminister Gromyko die Möglichkeiten einer Fortsetzung der Genfer Gespräche über einen Abbau der Mittelstreckenwaffen in Europa. Die Gespräche waren von den Sowjets abgebrochen worden, weil die NATO ihren Nachrüstungsbeschluss verwirklichte. Die deutsche Bundeswehr wird im nächsten Jahr möglicherweise die ersten Frauen als Freiwillige in ihren Dienst aufnehmen. Das sagte Staatssekretär Würzbach vom Verteidigungsministerium in einem Gespräch mit der Bild-Zeitung. Zur Behebung der Personalnot sei auch daran gedacht, die Wehrpflicht von 1988 an um 3 Monate zu verlängern. Außerdem werde darüber nachgedacht, ob die Maßstäbe für die Tauglichkeit zum Wehrdienst verändert werden könnten. Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff hat bei der Eröffnung einer Leistungsschau der deutschen Industrie in Tokio den Willen der deutschen Wirtschaft unterstrichen, sich gegen die Konkurrenz aus Japan zu behaupten. Die bisher größte deutsche Industrieausstellung im Fernen Osten soll dazu beitragen, den japanischen Markt für deutsche Produkte zu öffnen. Die zentrale Streikleitung der Industriegewerkschaft Druck und Papier will morgen in Stuttgart darüber entscheiden, ob sie die Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern wieder aufnimmt. Die Gewerkschaft beharrt auf der Einführung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Wetteraussichten. Meist wolkenlos, Höchstwerte im Norden 15 bis 19, sonst 20 bis 25 Grad. Damit, verehrte Zuschauer, ist das Programm des ZDF beendet. Wir wünschen eine gute Nacht.